Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur heutigen Pico 4 News-Sendung. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, ich bin Sebastian. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet und einmal auf Abo-Button drücken. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es Neuigkeiten im VR-Bereich gibt. Und ja, heute gibt es die Pico 4 Neuerscheinungen, die morgen am Donnerstag, den 6.7. im Pico Store Einzug halten. Und dann gibt es morgen auch noch ein neues Video, auch eine Pico 4 News. Und zwar sind das Sachen, die ich heute noch nicht zeigen kann, aber sind sehr interessante Sachen dabei für euch und gibt ein paar coole Kampagnen, die jetzt bald starten werden und so viel kann ich verraten, mehr noch nicht. Aber gehen wir jetzt erstmal auf die Neuerscheinungen ein und sind richtig coole Sachen dabei, also let's go. Ja, die erste Neuerscheinung ist Aspire 2, das ist ein Koop Schleichgame. Wir sind zwei Robotereinheiten, eine kleine, wie ihr da seht im Video. Da spiele ich mit dem Alex aus unserer Facebook-Gruppe. Und wer die Facebook-Gruppe nicht kennt, We Are World Germany, gerne mal unten in der Beschreibung schauen. Da ist ein Link dazu. Würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr da joinen würdet. Das mal kurz am Rande. Auf jeden Fall habe ich hier mit dem Alex zusammen das Koop-Gameplay gemacht. Man kann es auch natürlich im Singleplayer-Modus spielen, aber zusammen macht es natürlich mehr Spaß. Es ist echt verdammt schwer, da wirklich durchzusneaken, ohne zu entdeckt zu werden. Also wir haben in dem Gameplay hier sehr, sehr oft die Waffen benutzt. Aber man kann es auch wohl ohne Waffen, ganz groß ohne Waffen schaffen. Aber ich war da zu schlecht für. Habe da sehr oft das Feuer auf mich gezogen. Aber hat richtig Bock gemacht. Ich glaube, das ist für Leute, die so Splinter Cell und sowas gerne haben und das in VR erleben wollen, ist das Game genau richtig. Ja, erscheint jetzt auch auf der Pico und ist, glaube ich, ein richtig cooler Titel und echt super, dass das wirklich dann auf der Pico erscheint. Ja, gehen wir zum nächsten Titel. Die nächste Neuerscheinung ist Wings 1941 und wie wir hier schon sehen, wir sind im Zweiten Weltkrieg und sind mit verschiedenen Kriegsflugzeugen unterwegs. Es ist sogar ein Koop-Modus möglich und ich habe selber noch nicht gespielt, aber wir können da verschiedene Flugzeuge freischalten und alles ist in dieser Pixel-Voxel-Grafik gehalten und sieht ganz nett aus für so Leute, die so Arcade-Games gerne haben. Es ist jetzt keine wirkliche Simulation, aber man kennt ja diese Arcade-Games von früher, vom Spielautomaten zum Beispiel. Und das in VR zu erleben, ist dann auch nochmal was ganz anderes. Und Wings 1941 erscheint jetzt auch im Pico Store. Und wer da Interesse daran hat, sollte dann auch definitiv mal reinschauen. Weiter geht's mit dem nächsten Spiel. Gravity VR ist unsere nächste Neuerscheinung im Pico Store und in Gravity VR ist, wie wir hier sehen, eine Welt ohne Boden und wir sind so fast schwerelos oder fallen immer wieder weiter zu Boden. Wir lernen zwei Brüder kennen, wie wir hier sehen und das ist ein interaktives Abenteuer und soll relativ kurz sein. Ich weiß aber jetzt nicht die wirkliche Spieldauer. Und kein richtiges Spiel, sondern eher so ein interaktives Abenteuer. Gravity VR. Ich finde interaktive Abenteuer nicht schlecht. Und genau wie interaktive Filme und Dokumentation und so weiter. Und da gibt es jetzt mehrere Neuerscheinungen im Pico Store. Gehen wir mal weiter. Dann haben wir die Dokumentation Home After War und Home After War handelt von einer Familie aus dem Irak, die nach dem Krieg zurück nach Hause kommt und da natürlich auch Schäden vorfindet und so weiter und so fort. Und dann wird darüber natürlich auch erzählt. Man kann sich das Ganze anschauen in VR und ist halt eher sehr was Ernstes, weil Krieg ist einfach scheiße. Und leider werden wir immer wieder damit konfrontiert. Und das soll uns so ein bisschen in die Lage der Familie hineinversetzen und das erleben, was sie erleben, wenn man nach dem Krieg nach Hause kommt und dann ein kaputtes Home zu Hause findet. Also das wird auch im Pico Store Einzug halten, Home After War. Und kommen wir zum nächsten VR-Film.
Ja, und der nächste VR-Film ist On the Morning You Wake und der handelt davon, dass 2018 1,4 Millionen Menschen auf Hawaii haben eine Mitteilung bekommen, eine SMS, eine Nuklearwarnung, dass eine ballistische Rakete unterwegs wäre und sie sollen sofort Schutz suchen. Und darüber handelt das Ganze hier und ist natürlich sehr, sehr erschreckend, auch wieder was sehr Ernstes. Also in diese Lage möchte ich gar nicht stecken, dass ich, selbst wenn es nicht wahr ist, dass ich hier morgens reingucke in mein Handy und dann auf einmal die Mitteilung bekomme, ja, such mal einen Schutzraum aus, es ist eine Nuklearrakete unterwegs und das ist echt ein absoluter Horror. Ja, und das Ganze soll uns auch so ein bisschen nochmal sensibilisieren dafür und uns auch in die Lage der Leute auf Hawaii hineinversetzen, was das heißt, wenn man dann so eine Meldung bekommt und welche Ängste man dann hat. Auch, ja, sehr ernst, kann aber leider, wie man die Welt ja erblickt, die Welt dreht ja komplett am Rad, kann es leider ja, jederzeit passieren, meiner Meinung nach. Ich hoffe, dass es nicht der Fall sein wird, weil dann brauchen wir auch keine Schutzräume aufsuchen, meiner Meinung nach. Ja, das dazu, was sehr Ernstes, On the Morning You Wake. Und lasst uns hoffen, dass wir niemals so eine Meldung bekommen. Also gehen wir zur nächsten Neuigkeit. Der nächste VR-Film heißt Black Eyes VR und der handelt um eine junge Frau, die einen Mord begangen hat und deshalb, weil die ja, das Ganze verdrängen möchte, geht sie zu einem Gedächtniseditor und ja, desto mehr der wohl verändert, desto mehr merkt sie wohl, dass sie wieder umbringen will und dass dieser Reiz da ist, wieder jemanden zu killen und ja, darüber handelt der Film. Ja, wir sehen hier den Look vom Film. Muss man halt wirklich in VR erleben, glaube ich, um das dann mal alles zu erfassen. Aber auf jeden Fall von der Story her gar nicht so verkehrt. Ich bin gespannt darauf. Sieht auf jeden Fall interessant aus, auch vom Look her, weil mal was Neues, was Frisches. Und auch von der Story so ein bisschen abgedreht auf jeden Fall. Ja, Black Eyes VR. Gehen wir zum nächsten Titel. Kommen wir zum letzten interaktiven Titel und der heißt The Key, der Schlüssel. Und ja, wir lernen Anna kennen. Anna kann sich nicht wirklich an ihre Vergangenheit erinnern, aber ja, träumt immer wieder lebhaft davon. Und es ist ein interaktives Abenteuer. Man soll 10x10, ich denke, das heißt Fuß, das wären 3x3 Meter, werden empfohlen. Es geht natürlich auch weniger. Und ja, da kann man mit verschiedenen Dingen interagieren. Und man wird wohl vor schwierigen Entscheidungen gestellt und die dann zu einer schockierenden Enthüllung führen. Und ja, 20 Minuten soll das Ganze gehen. Es ist ein stehendes, interaktives Theater, VR-Erlebnis. Und ich finde sowas cool. Es müssen nicht immer Games sein. Es können auch gerne interaktive Filme oder wie hier ein Theater sein und mit einer coolen Story dahinter. Und ja, das macht ja VR aus, dass wir nicht nur immer zocken, spielen mit ja, Shootern oder sonst was, sondern dass wir auch mal wirklich Filme anders erleben als, ja, wenn wir auf der Couch liegen und Netflix gucken, sage ich einfach mal. Und ja, ich bin gespannt. Ich werde mir auf jeden Fall das auch mal angucken und die anderen Sachen auch, die ich euch heute vorgestellt habe. Es sind ein paar coole Sachen dabei, muss ich einfach sagen. Und ja, es kommen immer mehr Sachen auch in den Pico Store, aber es kommen auch immer mehr interaktive Abenteuer raus. Und ja, das ist cool, dass es nicht nur Spiele gibt, sondern auch wirklich ja, kleine, kurze Abenteuer, sage ich einfach mal, VR-Abenteuer. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn irgendwelche Fragen sind, gerne unter die Kommentare. Und wie gesagt, morgen dranbleiben, da gibt es noch ein Video auf meinem Kanal zur ja, ein paar Pico-News. Und ja, ich danke euch erstmal für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.